Hallo, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mordvorstellung hier auf CornHub. Wir schauen uns jetzt den Skript mal Arbeitsgeschwindigkeit in-game einstellen oder Englisch Adjust Walking Speed mit an. Das Ganze gibt es aktuell nur für PC und Mac, ist in der Version 1.0 und kommt vom Peter Aha. Ja, das ist mir doch gestern, also zum Freitag, doch glatt durch die Lappen gegangen, ne, der Mod. Das ist natürlich schade, aber deswegen haben wir es jetzt hier. Ja, was ist das gute Stück? Man kann ja kurz die Einleitung von Peter nehmen. Mit diesem Mod kann die Arbeitsgeschwindigkeit von Anbaugeräten beim Kauf im Shop in-game eingestellt werden. Ein globaler Skript-Mod ist dies. Jo, also simple, einfache Geschichte, also ebenfalls in der Umsetzung, ne? Ihr könnt nicht, ne, also nicht verwechseln mit hier, oh ja, ich kann jetzt hier im Traktor irgendwie den Speed einstellen oder so. Nee, nee, sondern wirklich in Anbaugeräten bzw. in Arbeitsgeräten könnt ihr jetzt die im Shop ausgewählte Arbeitsgeschwindigkeit. Also ihr habt immer einen Config-Block jetzt mehr bei allen. Das gilt für Standard-Mods, das gilt für DLC-Mods, das gilt auch für Mods-Mods. Ne? Also für DLC-Fahrzeuge, für Standardfahrzeuggeräte und für Mod-Geräte. Da habt ihr jetzt immer einen Config-Block mehr, wenn ihr das Skript aktiviert habt, und der heißt Arbeitsgeschwindigkeit. Da habt ihr standardgemäß die Arbeitsgeschwindigkeit drin stehen. Flugstandard 12 km/h. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Der Mod oder der Skript kann in beide Richtungen verwendet werden. Entweder ihr seid die übelsten Hardcore-Realismus-Fanatiker, dann könnt ihr die Geschwindigkeit runterstellen. Ja, wenn ihr sagt, no, das Ding fährt aber in der Realität nur 9 km/h, nee. Oder damit kann man maximal nur 9 km/h fahren. Dann könnt ihr das hier auf 9 km/h stellen. Das geht auch in dem Fall, es gibt ein gewisses Minimum, in dem Fall 5 km/h. Und es gibt ein gewisses Maximum, in dem Falle ist das hier 19 km/h. Für alle, die dann sagen, ach Gott, ich habe keinen Bock auf Flügen, kann das nicht schneller gehen, zack, stellt er 19 km/h ein, Abfahrt dafür. Das geht aber nicht nur bei Flügen, das geht halt bei allen Geräten, die eine Arbeitsgeschwindigkeit haben. Ne? Soll bei den Überleiterwagen beispielsweise nicht, aber Saattechnik, wenn wir uns das Ganze anschauen, könnt ihr das auch ändern. Ne? 15 km/h ist hier Standard, hier gibt es ein Minimum von 8 km/h, ein Maximum von 22 km/h. Je nachdem, was ihr dann in dem Falle hier auch mit auswählt, ne? Aber es sind 22 km/h. Ihr könnt bei den Gruppern, könnt ihr den ganzen Spaß mit einstellen, ne, sind wir auch bei maximal 22 km/h, etc., etc. Ich denke mal, ihr versteht, auf was es am Ende des Tages hinausläuft. Das Ganze gilt auch für Miststreuer, ne, ihr seht das hier, standardgemäß sind 20 km/h, ich kann das hochbrezeln, in dem Falle bis 27 km/h, oder halt auch runterstellen, wie ich das auch immer möchte. Ihr habt euch schon mal was vorbereitet, wir haben hier die Kuhn, Quaderballenpresse. Standardgemäß LSB habt ihr nicht gesehen und schieß mich tot. Die kann standardgemäß, ja, ist die ja bei insgesamt 20 km/h. Die habe ich jetzt einfach mal hochgeruppt auf 27 km/h. Und dann werden wir das gleich mal testen, ob das Ganze denn auch so klappt, wie es klappt. Ausgeklappt ist es schon. Ich habe einen Fan vorne mit dran, dass er das Ganze auch packt, weil es geht ja hier bekanntermaßen bergauf. Und ihr seht, wir fahren jetzt 25, 27 und hier ist jetzt Feierabend, ne? Also die 27 km/h, die schafft er soweit auch. Wenn ich es jetzt runterstellen würde, wäre er dementsprechend langsamer. Aber somit könnt ihr mit 27 km/h in dem Falle pressen oder halt niedriger. Wenn ihr sagt, oh, ich will aber nur mit 14 km/h beispielsweise pressen, dann erpresst ihr dann auch nur mit 14 km/h. Also das ist dann dementsprechend limitiert. Das ist bei den Ballenpressen die eine Sache. Die andere Sache ist hier beim Flügen. Ja, ihr wisst, extrem langsam. Extrem aufwendig. Ich bin ja gar kein Fan von Flügen. Das heißt, ihr lasst den ganzen Spaß jetzt einfach mal hier runter. Und ihr seht, wir können jetzt hier mit 17, 18, 19 km/h, je nachdem wie gerade mal der Wind steht, in Anführungsstrichen, ne, können wir dann jetzt hier flügen. Und das funktioniert soweit auch ohne Probleme. 19 km/h sind eingestellt, 19 km/h ist Maximum. Und ihr seht, dann könnt ihr mit dieser Geschwindigkeit auch eure Äcker flügen. Und somit geht das Ganze a little bit schneller, ne, oder deutlich schneller, sagen wir es mal so, im Vergleich zu 12 km/h. Und vielleicht habt ihr dann auch wieder Lust zu flügen, ne? Je nachdem, ihr könnt das auch, wie gesagt, niedriger stellen, wenn ihr Realismusverfechter seid, aber es geht dementsprechend auch in die andere Richtung. Relativ einfache, relativ simple Geschichte in der Umsetzung. Da muss man wirklich sagen, danke Peter, das war mal wieder ein Ding, was keiner im Blick hatte, aber trotzdem sehr hilfreich ist. Ja, wenn wir uns den Log per se anschauen, ist natürlich jetzt so eine Sache, aber es gibt keine Logfehler im eigentlichen Sinne, was das Skript angeht. Das läuft soweit fehlerfrei. Wenn ihr Fehler findet, meldet Peter, der ist jetzt mittlerweile bei der Modding-Welt, wenn ich das richtig im Visier habe. Da kann dann dementsprechend, gibt es auch einen Support-Thread, könnt ihr euch da melden. Nun, Download-Link inklusive Bewertung.
ist wie immer in der Videobeschreibung mit verlinkt. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Wenn ihr mögt, lasst ein Däumchen Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, haut rein. Tschüssi, Kowski.